Diese Straßenlaternen sind toll. Die erinnern mich so ein bisschen an unsere alten Laternen draußen, als die noch standen. Die stehen ja leider nicht mehr. Da waren aber dann schon richtige Glühbirnen drin, ne? So bei uns in der Stadt, ne? Die gibt es nur nicht mehr. Warum auch immer. Sonst gehen wir hier auch nochmal hoch. Schade. Und ich falle jetzt runter. Na gut. Dann gehen wir jetzt mal hier weiter. Ich weiß, das war jetzt sehr spannend. So die erste Folge. Aber jetzt ist ja schon Folge 2 höchstwahrscheinlich an. Oder auch noch nicht. Man weiß es nicht. Ich glaube nicht. Wobei, es müsste schon über 20 Minuten sein. So, Hafen, Fremdenviertel, Flussheim. Da geht's nach Flussheim? Da möchte ich gar nicht hin. Oh. Hier ist eine Vogelscheuche. Und was ist das hier für eine Pflanze? Ist das Kartoffeln? Kartoffeln! Tja, Vogelscheuche, du hältst mich nicht ab. Lavendel gibt's ja auch. Guck mal, was ich da sehe. Eine Eispranke. Ist auch mega wichtig. Die müssen wir sogar essen. Und hier unten ist ein Schiff oder ein kleines Boot. Vielleicht hat das auch noch so ein gewisses Geheimnis. Oh, da hinten, da läuft Wasser aus dem Berg. Schade. Es hat kein Geheimnis. Oder vielleicht hier im Wasser? Ich hätte mir... Ist, da hinten scheint das Level irgendwie zu Ende zu sein. Sieht ganz komisch aus. Ich weiß nicht, ob die unter Wasser irgendwas noch hingesetzt haben. Ich will jetzt mal gucken. Oh. Ich wollte eigentlich die Magie... Feuerblitz. Oh. Die hält das sogar aus. So, die ist leer. Natürlich. Hey, Möwe. Möwe, Möwe, Möwe. Die Möwe, Möwe, Möwe. Oh. Die hat sich wie ein Huhn angehört. Du kannst mir nicht sagen, dass das ein Huhn ist. Das ist eine Möwe. Und die wirkt irgendwie ein bisschen wie aus Plastik. Eine Plastikmöwe. Tötet sie. Oh, oh, oh. Okay, tut mir leid, dass ich eine Möwe gekillt habe. Es kommt nicht wieder vor. Wenn jetzt die Cam an wäre, würde ich jetzt ein ganz komisches... Naja, eine ganz komische Gestik machen. So, nehmen wir mal das Weizen mit. Was wir kriegen, kriegen wir, ne? Was ist das? Hier ist doch irgendwas passiert. Straßendieb? Oh! Hilfe! Geh weg! Du hast die Ziege gekillt! Du Arschloch. Na gut. Dann werde ich dem jetzt mal alles klauen, was er so hat. Ihr bringt hier alles um. Ihr wollt doch wohl nicht ernsthaft. Ich habe leider zu wenig Magika. Ich habe den Jagdbogen auch noch nicht ausgerüstet. Feuer. Die werden vernichtet. Hält ganz schön viel aus. Mein Magika steigt doch gar nicht so gut. Alter! Willst du mich verarschen? Das muss doch treffen. Los! Das war ein Kopf, glaube ich. Jetzt! Tot. Das gibt's doch gar nicht. Da liegt ein Pfeil.
Ich glaube, die haben ja alles weggeschnetzelt, was hier so gelebt hat. Selbst die Ziegen. Und die Kühe vor allem. Wie kann man denn wehrlose Tiere einfach so attackieren? Verstehen muss ich das nicht. Die Kuh ist tot. Da ist nur ein Pfeil zu holen. Und die Ziege hat auch einen Eisenpfeil und Ziegenhaut. Wenn hier alles tot ist, apropos alles tot, Quecksilberbarren. Den nehme ich mit. Kann ich denn hier irgendwas... Naja, ich habe ja jetzt nichts mehr mit, ne? Weil ich ja alles zu Hause gelassen habe. Da war irgendwie mal Mana-Pilz. Schleifstein. Ich glaube, mit dem kann ich auch nichts machen. Nö. Okay. Das heißt, ich habe nichts. Außer Gerber. Das müsste gehen. Ich habe Tier... Achso, ich habe eine Ziegenhaut. Ich bräuchte zwei. Naja. Dann eben nicht. Dann eben nicht. Da sind Wölfe. Dürfen die da rumlaufen? Ich glaube, die dürfen. Was ist denn das da oben? Ist das eine Per... Ach! Ich dachte, das wäre eine Person. Nein, es ist einfach ein abgebrochener Baumstamm. Oh, Backe, wo geht's denn da hin? Hier könnte ich die Mehlmühle benutzen. Geht denn das überhaupt? Ich will mal gucken. Apropos. Was passiert, wenn ich Weizen da reinlege? Ich habe das nie ausprobiert. Weil für irgendwas muss das ja gut sein. Mal gucken. Okay, es bringt nichts. Wäre jetzt zu schön gewesen, wenn das irgendwas gebracht hätte. Na, dann nicht. So, da ist irgendwie ein Baum. Als Zeichen. Hier ist irgendwas. Wir gucken uns das mal genauer an. Ah, Friedhof. Das ist hier ein Friedhof. Hilfe! Wie kann man denn durch eine Tür laufen? Der hat ja noch nicht mal abgewartet. Ich habe ein Problem. Ich habe irgendwie gerade das nicht richtig erwischt. Feuer, Flammenbiss ist, glaube ich, der beste dafür. Hilfe! Verbrenne! Boah. Zum Glück sind Untote immer so schlecht auf Feuer zu sprechen. Ein paar Groschen waren es. Oh. Weißt du, dann machst du nichts ahnend, einfach die Tür zu und dann kommt da einfach ein Verlorener raus. Bist du denn irre? Na, wir gucken uns da jetzt mal um, weil ich könnte mir vorstellen, dass es hier irgendwelche Geheimnisse gibt. Oh ja, hier wird es irgendwelche Geheimnisse geben. Hier steht irgendwas drauf. Wir nehmen mal diese Pflanzen mit.
Wow! Ein Skelett! Okay, Skelette beeindruckt das nicht wirklich, dass man da... Scheiß die Wand an, das gibt's doch nicht. Ich hätte ihn beinahe besiegt. Aber der schießt mir dann natürlich auch noch in den Schädel. Na toll. Ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass er... mich irgendwie versucht... anderwertig zu vernichten. Ich brauche was zu essen. Brezel. Ach hier, die Eispranke. Die essen wir auch mal. Ich weiß gar nicht, was war gegen Skelette gut. Ich glaube... Ne, Frosthauch nicht. Wir probieren es mal mit Erdung. Wir heilen uns noch. Dann werde ich erstmal speichern. Ich glaube, das ist wieder so ein Familiengrab hier. Da gibt es meistens irgendwelche schönen Sachen. Wir hatten das ja schon mal. Vor etlichen Folgen. Okay. Das hat tatsächlich was gebracht. Autsch. Oh, daneben. Wow! Ja! Es ist zerfallen. Es hat sogar... Das hat sogar Stahlpfeile gehabt. Willst du mich verarschen? Und einen Jagdbogen. Ich frage mich, was da wohl für Geheimnisse drin sind. Aber wir werden uns ja noch mal ein bisschen umgucken, bevor wir da reingehen. Ah. Da ist der Friedhof auch wieder offen. Oh, hier läuft dieses Wasser. Da ist sogar ein Fisch. Hilfe. Was machst du denn hier? Der Hirsch war ein bisschen merkwürdig. Der hat mich einfach gerade mal besucht. Fleckenpilz. Aber ich glaube, sonst gibt es hier nichts, ne? Hier ist ein Brunnen. Also, man möge meinen, dass es ein Brunnen wäre. Ist aber zu. Nehmen wir mal alles mit, was hier so wächst. Weil diese ganzen Pflanzen brauchen wir nämlich. Wenn wir mal irgendwann was mit Alchemie machen wollen. Aber hier gibt es nichts weiteres. Ist hier oben irgendwas? Eispranke. Wie lange wir schon keine Eispranke mehr gefunden haben, weil ich beim letzten Mal einfach nur... Ist das hier ein Schrein gewesen? Moment mal, das ist das Dach von diesem Brunnen. Das ist nicht einfach hier. Das muss schon viele Jahre alt sein. Und du siehst da auch eine Zeichnung drauf. Die man sonst nicht so alle Tage sieht. Also ich will einfach mal da reingehen. Aber ich wollte eigentlich die Quest beenden. Ach, weißt du was? Quest hin oder her. Wir müssen uns hier ja noch umgucken. Weil es gibt hier so viel zu entdecken. Wir werden sowieso nicht alles sehen. Aber alte Friedhofsgruft. Dann mal hinein ins Vergnügen. Oh, Backe. Hier oben, Rolle des Eispfeiles. Hier gibt es ein bisschen Geld. Oh, wie sehr ich mich darauf gefreut habe, mal irgendwo wieder reinzugehen. Hier gibt es einen Bauplan. Stahlaxt. Her damit. Die Sachen lassen wir hier. Die brauche ich nicht. Wir spielen ja hier kein Fallout, da wo wir jeden Schrott mitnehmen müssen. Ich höre es hier wirklich klappern. Was haben wir denn da? Ein Rucksack. Ich lausche gerade den Geräuschen etwas.
Da, Genesungstrank ranzig. Da ist nichts wahrscheinlich, also nichts drauf, was man unbedingt braucht. Leuchtet das ein bisschen? Nö. Ich glaube, das geht nur mit dem Feuer, dass es ein bisschen hell wird. Hier, Eisenpfeile. Knochenmehl. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir hier gleich Besuch kriegen. Ich sollte vielleicht die Schuhe wechseln. Weil da steht nämlich, Schleichen ist 4% effektiver und erhöht die Ausdauer um 4 Punkte. Das sollten wir vielleicht mal benutzen. Für solche Zwecke. Oh, ich trau mich da nicht runter. Muss aber runter. Vielleicht sollte ich einen Topf werfen oder so. Ich weiß gar nicht, was war denn eigentlich schädlich für Skelette? Da. Nee, das ist Licht. Ich habe ja so viel. Frost, Wind, Frosthauch. Ein eiskalter Wirbelwind. Gleißender Funke. Halb so viel Mana-Schaden verursachtet. Der verursachtet sogar Mana-Schaden? Ich sollte den vielleicht nehmen. Das heißt, wir speichern mal. Und ich werde das jetzt... aufladen. Mensch, der ist ja voll gut. So war das eigentlich nicht geplant. Was schießt denn da? Warte mal, ich will das nochmal ganz kurz laden. Ich wollte den eigentlich überraschen mit dem Angriff. Dann kriegt man nämlich mehr Punkte. Okay, der steht da. Da sind sogar zwei. Speichern wir nochmal. Das sind zwei und das eine steht da hinten genauso bescheuert. Ich weiß jetzt nicht, was ich getroffen habe. Es war also doch eine blöde Entscheidung, das Spiel nochmal zu laden. Wow. Mal kurz, Waffenwechsel. Heia! Huh! Ich weiß so langsam, wie man das spielt. Ja, stirb! Was? Ach so, hä? Bug! Ich hab... Hä? Leute? Irgendwie hat sich das Skelett gerade in Luft aufgelöst, aber es liegt da. Keine Ahnung, was das gerade war, aber... Naja. Wir haben eigentlich gar nicht viel Schaden genommen. Ein bisschen. Ich gebe es zu. Es war ein bisschen blöd, aber egal. So, weiter geht's. Zerstörtes Buch. Hier gibt es hauptsächlich wieder zerstörte Sachen. Und die Frage ist, was hat denn hier geschossen? Also so komisch geballert und so. Wir haben auf jeden Fall die XP-Punkte bekommen. Speichern wir mal. Da. Das löst irgendwas aus. Oh! Okay. Ich hätte vielleicht... diesen Knopf nicht drücken sollen, aber jetzt weiß ich, was er auslöst. Eine ganz, ganz beschissene Falle.
Oh, Novize? Das muss ich also aufschlüsseln. Ein Teller. So wirklich... Was Brauchbares gibt's da nicht. Das heißt, wir müssen also diese Tür hier aufknacken. Und ich habe nur 8 Dietriche. Oh, wir haben die Tür aufgekriegt. Hupsi. Weißt du was? Ich nehme mal wieder... Der Zauber ist echt gut gewesen. Also ich komme mit der Blitzmagie echt gut klar. Ich hätte das jetzt nicht gedacht. Der gleißende Funke ist das. Oh, Scheiße. Nicht schon wieder! Boah! Das war knapp. Der ist da auch noch draufgefallen. Nimm mal den da mal weg. So, was hat er denn dabei gehabt? Eigentlich nichts. Ich habe hier irgendwas ausgelöst. Ich weiß allerdings nicht so genau was. Oh, Särge über Särge. Ey, das ist ja wirklich... Oh, ein Totenschädel! Ein wahnsinniger Totenschädel! Was haben wir da? Oh, die Morgenluft. Natürlich, die hat auch was im Sarg verloren. Die guten Morgenluft. Hat wahrscheinlich draußen früh am Morgen diesen Sarg zugenagelt. Und wenn ich den aufmache, dann ist da die Morgenluft noch von 30 Jahren drin. Natürlich. Was auch sonst. Oh, oh, ich finde das hier so spannend gerade. Ich glaube, man merkt es. Ich verstell meine Stimme etwas. Es macht Spaß. Ich rede gerne mit verstellter Stimme. Was? Nein, ist eigentlich gar nicht wahr. Aber ich mach das. Ich spiele gerne mit meiner Stimme. Das muss man einfach mal sagen. Hui, was ist das denn? Ausdauerfestigungstrank. Natürlich. Sowas packt man auch in einen Sarg. Alter Stoff. Das passt schon eher. Wenn die Leiche da drinnen nämlich so langsam verwest und so, dann bleibt der Stoff übrig. Das erinnert mich, oh Gott, wenn ich jetzt so blöd denke, dann denke ich an was, woran ich eigentlich gar nicht denken möchte gerade. Ist jetzt nicht so eine schöne Erfahrung von meiner Seite her. Manche wissen das sogar. Aber ich will da jetzt nicht drauf eingehen im Spiel. Sag, Rolle des Feuerballs, einfach. Ein Feuerball, der 22 Punkte Schaden in Explosionsradius verursachtet. Brennende Ziele erleiden mehr Schaden. Ja, das brennende Ziele mehr Schaden erleiden ist wohl klar. Aua. Habe ich mich jetzt gerade an diesem Ding da verletzt? Kann ja wohl nicht wahr sein. Was war das? Hilfe! Hilfe, was war das? Ich bin gestolpert. Voll auf die Schnauze gefallen. Stopp! Oh, 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 oh. Lauf! Ist er tot? Ich hab ihn in die Fresse geschossen! Entschuldigung. Was hab ich ge... Dem auch. Oh, diese Blitze sind so gut. Ich liebe diese Blitze. Ich werde diese... Das ist meine Lieblingsmagierfähigkeit. Ah! Ich hab grad keine Mana mehr. Ein kleines Problemchen hat sich gerade ereignet. Wir müssen mal eben gerade die Waffe wechseln. Wow, bist du mit den... Kritischer Treffer, was? An Verlorenen. Heia! Ui! Yes, Sir! Oh! Mann, ihr müsst doch immer... der hat natürlich nichts dabei. Warum müsst ihr eigentlich immer mit mir kämpfen? Es geht doch so einfach. Wir könnten doch einfach meine Friedenspfeife rauchen. Wobei, ich rauche nicht. Jetzt habe ich mich schon wieder an diesem Ding verletzt. Also diese Rippen, die hier rumliegen, das sind echte Mörderfallen. Ich habe überhaupt nicht gesehen, dass der da gestanden hat. Was ist das denn? Das leuchtet so schön. Schleier des rätselhaften Nomaden. Set-Gegenstand. Ein Set-Gegenstand? Finde ich hier noch mehr? Goldbeutel. Okay, der Goldbeutel hat anscheinend nichts gebracht.
Ich wollte eigentlich nicht diesen silbernen Kelch mitnehmen. Was haben wir da? Panik Rang 2. Was sorgt denn Panik? Hier steht eine Urne. Ranzig. Und da ist ein verstärkter Lederschild. Der klingt gut. Den nehme ich einfach mal mit. So, und hier ist es Tachel. Mal sehen, was da wieder... Natürlich, die Morgenluft wieder. Die hat auch was in den Särgen verloren, also... Groschen 2. Eine Papierrolle. Ein Besen. Der Sarg ist leer. Ich habe mich schon wieder verletzt. Was liegt denn da? Lähmungsgift. Magierschutztrank. Okay, wir haben hier jetzt alles erforscht. Ich muss allerdings mal eine Kleinigkeit essen. Hier. Mana-Pilz, nein. Wir essen mal einen Kürbis. Das reicht ja teilweise schon. Also ich bin ein echter Freund von diesem Zauber, ne? Jetzt wollen wir erstmal gucken, was wir jetzt hier für einen Hokuspokus bekommen haben. Panik. Kreaturen und Menschen bis Stufe 9 fliehen für 8 Sekunden. Das wisst ihr bereits. Ach, ist nicht wahr. So, jetzt muss ich mal gucken. Wo ist denn das eigentlich? Ich habe das ja gleißender Funke da. Kann ich das? Auf 1 kann ich es packen. Das Schwert packen wir mal auf 2. Das einzige Problem, was ich habe, das Schwert müsste ich einzeln ausführen, weil ich möchte dann natürlich nicht den Zauber in der anderen Hand haben. Achso, da war ja der Schädel drin. Damit ich mich auch verteidigen kann zur Not. Also das Ganze blocken. Hinter dieser Tür ist doch wer. Ich hör's doch. Nein, so nicht. Nein, noch ein bisschen. Na. Das muss doch wohl aufgehen. Geht doch. Guten Tag. Obacke. Haben die mich nicht bemerkt? Die müssen mich doch bemerkt haben. Warten wir mal kurz. Haben die mich nicht bemerkt? Alter, wie doof sind die denn? Der hat doch gesehen, dass ich denen die Blitze um die Ohren gehauen habe. Ich habe so das Gefühl, der kommt gleich um die Ecke gewatschelt. Nee? Oder auch nicht? Das gibt's doch nicht. Versteckt. Was hatte ich denn da jetzt für ein Schweineglück? Das sind 2. Das macht die Sache nicht gerade... Uah. Dahinter steht einer. Kann ich da eigentlich durchschießen? Würde mich mal interessieren, weil ich würde den ja theoretisch treffen. Wenn ich mal ehrlich bin. Und das trifft auch. Ja, der erste ist tot. Und du auch. Okay, der hält ein bisschen mehr aus. Hä? Weiß der nicht, wo ich bin? Naja, dann nehme ich einfach mal meine Zauberhand weg. Problem ist, die Mana brauchen lange zum Nachladen. Apropos. Ah, verdammt. Das ist Lichtmagie. Hier. Das hätte ich nehmen müssen. Das ist Lichtmagie. Bleibt der da stehen? Weißt du was? Wenn du schon so doof bist und da stehen bleibst, dann kannst du auch Pfeile im Kopf kriegen. Ist mir ganz egal, wie du stirbst. Hauptsache... Du stirbst irgendwann richtig. So kann ich auch meine Bogenskills etwas verbessern. Nö, 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 nö. Feuer. Und noch ein. Hui. Ja. Warum steht man
Warum stehen die eigentlich in so einer Kammer alle? Ein paar Pfeile habe ich verloren, aber das ist ja ganz klar. Die gehen ja auch kaputt, wenn man mit denen schießt. Was ist das da? Zauberbuch Ahnenrufen. Ahnenrufen? Was soll denn da passieren? Kommen da meine Ahnen vorbei? Knochenmehl. Ein Kelch. Hier sieht so ein bisschen aus, als ob da Wasser drin ist. Genesungstrank, Morgenluft. Und da haben wir eine Tunika drin. Nehme ich aber mal nicht. Hier ist eine Riesenurne. Und was ist das da? Helm der inneren Kälte. Und Robe der inneren Flamme. Moment mal. Es ist ja ein Set. Das heißt, ich habe das Set komplett, ne? Hier, das mit dem Schleier. Erhöht Mana um 3 Punkte. Elementzauber kosten 2% weniger. Mana. Entropiezauber kosten 2% weniger. Und die Robe? Elementarismuszauber kosten 6% weniger Mana. Mana regeneriert 8% schneller. Halleluja, guck dir mal den Rüstungswert an. Da gibt man 8 dazu und hier 9. Naja gut, aber im Endeffekt ist es schlechter. Aber guck dir das mal an. Ich zieh mir das mal kurz an. Alter. Ich sehe doch mal. Es passt irgendwie nicht zusammen, ne? So von den Roben her. Wisst ihr, was ich mir auch hätte nehmen können? Weil ich zaubere ja, ne? Mana regeneriert 10 Punkte schneller. Das wäre eigentlich viel interessanter gewesen. Aber Terra ist ja manchmal so ein bisschen doof. Frostresistenz 30%. Das wäre was, wenn ich... Der bringt 13, der 18. Dann ziehe ich doch lieber den Helm der inneren Kälte an. Und von den Rüstungswerten ziehte ich. Oh Mann. Ziehen wir erstmal die Eisenhandschuhe wieder an. Ich sehe ja mal sehr, sehr toll aus. Also dieser Helm ist echt hässlich. Aber wenn er für die Kälte gut ist, dann nehme ich ihn natürlich. Wir haben das hier unten jetzt komplett ausgeraubt, wollte ich schon sagen. Finde ich gut. Na, okay. Dann gehen wir mal raus, würde ich sagen. Wir haben es tatsächlich geschafft. Was hängt da? Klapper, klapper. Damit hätte ich die informieren können. Oh! Mensch! Gerade so diesem Schuss entkommen. Habe ich einfach mal die Beine in die Hand genommen und jetzt gehen wir raus. Ey, das war ja eben gerade cool da drinne. Mit der Morgenluft im Sarg. Also, merken Kinder oder Freunde, Erwachsene, Senioren, packt immer ein bisschen Morgenluft mit in den Sarg. Das könnten die Toten danken. Weil da unten müffelt es sowieso immer ein bisschen.